Herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkesbüll. Ich bin der Michael und ich möchte euch heute einen Umbau zeigen von einem Niesmann und Bischoff, ein wunderschönes Fahrzeug, Neufahrzeug von der Firma Rommelsbacher, die ich überaus schätze, weil die machen echt gute Produkte. Ich glaube, jeder von euch kennt die Firma Rommelsbacher von Küchenzubehör, Kaffeemaschinen, Kochplatten und so weiter. Und in das Fahrzeug haben wir von der Firma Rommersbacher ein Induktionskochfeld eingebaut. Natürlich noch viel mehr, denn wir haben das Auto komplett gasfrei gemacht, sodass keinerlei Gas mehr vorhanden ist. Die Dieselheizung haben wir eingebaut, die Gasheizung rausmontiert. Wir haben genügend Energiehaushalt reingebaut, eine tolle Solaranlage montiert, Ladebooster, großen Wechselrichter und... Die Induktionskochplatte und ein paar andere Kleinigkeiten. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal miteinander an. Los geht's! Ein wunderschönes Wohnmobil von Niesmann und Bischof. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert von dem Fahrzeug als solches, auch von dem Innenraum. Und da möchte ich euch mal mitnehmen, was wir jetzt auch an dem Fahrzeug alles umgebaut haben. Da sieht man gar nicht so viel davon. Klar, ich werde bei dem Fahrzeug jetzt mal ganz langsam anfangen. Wir gehen einfach mal rein. Also wenn wir hier schon reinschauen, also das ist schon, ist schon geil. Also muss man schon sagen, ja, auch das Display, man wischt hier einfach mal so drüber, man geht hier hin, das ist ein Sensor und dann fahren wir einfach mal die Treppe aus. Zack, touch und gehen mal ins Innere des Fahrzeuges. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ist natürlich immer alles Geschmackssache, aber das hier trifft schon echt mein Nerv. Ich finde es richtig, richtig cool, schaut mega klasse aus. Ich mache hier mal die Tür zu, dann bleibt es ein bisschen wärmer. Was haben wir jetzt an dem Fahrzeug alles umgebaut? Da sind ein paar Highlights dabei und die möchte ich euch natürlich näher bringen. Zum einen eine Solaranlage. Zum zweiten ein Akku-Update: 2x270 Amperestunden. Solaranlage mit 5x130 Wattpeak. Dann haben wir noch einen Ladebooster verbaut mit einem WCS Multitaster. Warum? Hier haben wir natürlich Fiat Ducato 8 intelligente Lichtmaschine, das Standardproblem und das haben wir somit natürlich besiegt. Dann haben wir hier noch eine WCS Kombi 3000 Watt und 200 Ampere Ladestrom. Und was sehen wir hier? Das ist gar nicht von uns, sondern von der Firma Rommelsbacher. Das Fahrzeug gehört auch der Firma Rommelsbacher. Und hier haben wir von dem Hersteller selber, Rommelsbacher kennt jeder, eine Induktionskochplatte eingebaut. Die Firma Rommelsbacher hat eine Induktionskochplatte für Wohnmobile entworfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist echt auch ein sehr geiles Teil. Richtig schick. Und was haben wir da noch gemacht? Eine Druma Dieselheizung. Das Fahrzeug ist jetzt absolut gasfrei. Die Gasheizung haben wir rausmontiert. Die Dieselheizung haben wir reinmontiert. Eine DE mit auch einer elektrischen Variante. Die Dieselheizung sitzt. Hier drunter, da musste man natürlich hier den ganzen Bock abbauen, die ganze Sitzgruppe abbauen und dann entsprechend hier das zu verbauen. Dann haben wir hier im Technikschrank, holla, voilà, gehen wir mal hier rein, das neue Truma Display verbaut. Und natürlich haben wir hier wieder eine wilde Steuerung und hier haben wir dann unser WCS Kombi Display. Wo wir jetzt einfach auch mal einschalten können. Dann sehen wir gleich mal, wie das funktioniert. Äh, richtig klasse. Dazu, damit wir das neu angeordnet haben, haben wir hier ein neues Brett machen müssen, weil das alte Brett hat natürlich nicht mehr gepasst, weil die Anordnung äh, nicht so korrekt war. Darum haben wir das alles neu gemacht. Darunter ist der Fernseher, also ist natürlich Standard, alles schick. Dann war in dem Fahrzeug schon eine Klesana, meine Toilette richtig schön. Also Leute, ich finde das Waschbecken auch toll. Ich finde das ganze Bad toll. Also ist echt cool. Jetzt wird ihr sagen, ja wo ist hier die Dusche? Ganz einfach, schaut mal. Hier ist das Schloss, da entriegelt man einfach und dann schiebt man das Ganze einfach nach drüben und schon habe ich eine richtige vollwertige Dusche. Also ich finde das Richtig heftig cool. Zack, wieder einrasten. Auch hier äh, echt mega. Also ich bin von dem Fahrzeug durch und durch begeistert. Auch hier echt eine Schiebetür. Zack, wo schön einrastet. Vlop, wieder aufgeht. Auch wieder einrastet. Also das ist schon echt richtig komfortabel und klasse gemacht. Dann schauen wir mal einen Blick nach hinten. Hier haben wir das große Queensbett. Ähm, hier haben wir ein paar USB-Steckdosen ausgetauscht für Doppel-USB, da hinten drin auch. Ein paar Kleinigkeiten noch gemacht, also richtig schick. Und jetzt komme ich auch zu meinem persönlichen Highlight, dieses Kochfeld. Zack, wir schieben hier auf und hier war natürlich ursprünglich das Gaskochfeld dabei. Und wie wir das hier eingesetzt haben, das blende ich jetzt mal ein. Ja, hier war das ehemalige Gaskochfeld drin. Wir haben zwei Leisten eingesetzt, oben und unten, damit die Induktionsplatte natürlich etwas höher kommt. Hier setzt die Dajochen gerade ein, links und rechts, oben und unten, umgeben mit den mitgelieferten Moosgummi, damit auch wirklich wasserdicht und sauber aufliegt. Wichtig ist natürlich in dem Fall, dass unser Schub wieder zugeht, also sprich die Arbeitsfläche wieder nach, jawohl, zugeht, genauso muss es ausschauen. Von unten noch ein bisschen befestigt, damit ihn natürlich nicht raushupft, Stromanschluss und schon sitzt die rommesbacher Induktionskochplatte fest im Wohnmobil drin. Relativ einfach und ohne großen Aufwand. Das Tolle ist, das Kochfeld ist Induktion, passt super rein auf den Millimeter, also richtig schön äh, passend genau. Ähm, wir schalten das hier einfach ein, man kann hier verschiedene Features machen. Ich habe mich jetzt noch nicht wirklich damit beschäftigt, aber die Firma Rommesbacher kann das natürlich aus dem FF. Hier schalten wir ein, ist natürlich ein Schlüssel, man kann die Leistungsstufen verstellen und so weiter. Das ist ein richtig, richtig klasses Koch, klasse Kochfeld. Man kann auch die Leistungen verstellen. Das heißt, mir brauchen nicht unbedingt volle 3000 Watt. Man kann das meines Wissens nach runter regeln bis auf 1500 Watt. Somit kann man parallel zum Kochen, Induktion, auch Kaffee rauslassen, föhnen oder was auch immer machen. Richtig klasse. Wir haben zwei Felder mit Topferkennung. Wir haben einen Schütteltest und so weiter. Also ich finde das Kochfeld richtig gelungen. Auch hier das Schöne mit der Arbeitsplatte. Also auch das ist richtig, richtig geil. Und jetzt lesen wir einfach mal ein paar Werte nach. Uh, tada tada. Ich habe gelogen und das ist nämlich das Schöne. Hier steht es nämlich auch: wir können das Kochfeld von 1400 bis 3700 Watt Gesamtleistung verstellen. Das ist richtig, richtig klasse. Ähm, ja, ich muss echt sagen: also, ich finde das Kochfeld schon richtig, richtig cool. Hat da ganz schöne strukturierte Bedienhahnheit, schön unten drin. Hier haben wir die Sensoren für die Zahlen. Man tippt es einfach an. Also hier haben wir Pause, wir haben eine Tastensperre drin, wir haben sogar einen Timer drin, wir haben eine Warmhaltefunktion drin. Also es fehlt einem nichts. Das ist wirklich Kochen wie daheim. Ähm, Finde ich richtig gut. Macht auch richtig Spaß. Äh, die ganze Geschichte haben auch spezielle ähm, Schütteltests. Also, da gibt es so Rüttelplatten, damit es auch wirklich wohnmobiltauglich ist. Auch das wird natürlich gewährleistet, damit, das Fahrzeug, äh, damit die Kochplatte, wenn das Fahrzeug natürlich auch mal auf unwegsamen Gelände unterwegs ist, ein bisschen durchgeschüttelt wird, nicht gleich kaputt geht. Also, Induktionskochen auf einer ganz neuen Ebene finde ich richtig klasse. Hier hinten haben wir noch einen kleinen Spritzschutz bzw. Topfschutz. Das klappt man einfach so auf. Und ja, dann kann man sein Essen schön zurechtbereiten mit Strom und toll. Ich kann einfach nur sagen: toll. Da hat die Firma Rommesbacher wirklich ein ganz tolles Kochfeld entworfen. Und wo ich ja schon ein bisschen begeistert bin: Das Kochfeld ist definitiv made in Germany. Denn es wird hier zwei Straßen weiter bei uns in Dinkelsbühl gebaut und das ist schon große, große Klasse. Hier vorne sehen wir drei Solarplatten, die haben hier vorne super gut draufgepasst, Spoiler natürlich vorne geschlossen wegen den Windgeräuschen und wenn wir jetzt einfach hier mal rüber gehen sehen wir hier hinten nochmals zwei Solarplatten seitlich und hinterm Hege ist auch noch mal eine Platte damit das Ganze wirklich schön ausgenutzt ist. Warum ist in der Mitte keins? Weil wir gesagt haben, okay, das passt da immer knapp hin, hätte auf Mühe und Not, aber vielleicht machen wir hier ja irgendwann mal noch eine Klimaanlage rein. Und dann ist man natürlich komplett safe. Ich finde das Ganze wirklich mega gelungen. Und jetzt schauen wir uns mal noch ganz kurz die Heckgarage an wo die ganze Leistung denn eigentlich steckt. So, hier haben wir den ganzen Umbau. War natürlich ein bisschen ein diffiziler Umbau, weil hier echt wenig, wenig Platz ist. Es ist sehr tricky. Hier auf der Seite haben wir den Ladebooster montiert. Hier haben wir die 2x270er Akkus montiert. Wir mussten auf dem bestehenden Halter aufbauen, weil hier lauter Sensoren drin sind. Und das alles ist natürlich mit Bus gesteuert, die ich nicht einfach rausmachen kann. Dann haben wir hier auf der Seite den Wechselrichter montiert. Ähm, auch eine tolle Geschichte, mussten natürlich das Brett so ein bisschen ummodeln, damit der Wechselrichter hier oben genügend Luft hat, damit er auch wirklich die warme Luft hier wegbringt. Dann haben wir das Nachbarfach hinter der Box genutzt, um die Solarregler zu montieren. Ähm, Schaut auch richtig toll aus. Im Kabelkanal natürlich alles sauber verlegt, damit man hier auch wirklich alles ablesen kann. Und dann haben wir noch die Bluetooth-Dongle hier drin. Ähm, rausgebaut haben wir hier ein bisschen Technik. Ein kleiner Lithium-Akku von der Firma Victron war dabei und so weiter. Das haben wir alles entfernt und haben die ganze Technik von WCS integriert. Also es ist natürlich schon eine enge Kiste da drin. Man muss da wirklich aufpassen, was man macht. Ist nicht ganz so einfach. Ähm, aber passt. Aufs Müh. Ich find's gelungen. Schaut richtig gut aus. Und jetzt machen wir dann einfach mal auch das Gitter zu. Und so schaut das Ganze aus, wenn dann alles wieder geschlossen ist. Der Kunde kann jetzt ohne Probleme seine Heckgarage einräumen, seine Sachen dementsprechend platzieren, wie er es braucht. Und ja, wir haben ihm gar keinen Platz geraubt, denn alles dahinter rein versteckt. So, ich habe mich wieder hier auf meinem Schreibtisch mit euch eingefunden. Ich hoffe, der Durchgang hat euch gefallen. Ich hoffe, der Umbau hat euch gefallen. Niesmann und Bischof ist schon. Eine tolle Mage, ich finde das Fahrzeug echt cool. Ähm, was mir auch unwahrscheinlich gut gefällt, ist das Design. Dieses Dunkle mit dem Vlies. Ja, es ist sicherlich Geschmackssache. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, trifft genau mein Nerv. Ziemlich modern, aber trotzdem warm und kuschelig. Ähm, tolle Ambientebeleuchtungen beleuchtungen da drin. Also ich mag das Fahrzeug wirklich gut leiden. Aber darum geht es gar nicht, sollte ja keine Roomtour sein, sondern nur eine Darstellung, was wir alles tun. Und vor allen Dingen eine Rommesbacher Induktionskochplatte, auf die ich noch öfter zu sprechen kommen werde, ähm, weil die haben wir schon auch nur in ein paar anderen Fahrzeugen äh, reserviert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, tolle Geschichte, gefällt mir sehr gut und ähm, damit kann man wirklich anfangen. Ich möchte... Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Ich verlinke euch aber auch noch ein Video, weil wir haben schon mehrere Fahrzeuge in Induktion umgebaut. Und da setze ich euch mal einen Link. Schaut euch das Video mal an oder blättert durch die Playlists, weil da sind tolle, tolle Geschichten und Umbauten dabei. Ich sage ganz lieben Dank. Über ein Abo freue ich mich natürlich absolut, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich sage ganz lieben Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Micha. Ciao, ciao.